Und damit hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Chris, das ist Chris Play und wir starten ins Let's Play zum neuen Spiel Uncharted The Lost Legacy. Ich freue mich wahnsinnig, ich bin mega großer Uncharted-Fan. Jeder Teil bis jetzt, der davor rauskam, hatte eine atemberaubende Story und noch eine atemberaubendere Grafik. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, Uncharted The Lost Legacy kommt heute raus am 23.08. Ist ein PlayStation-Exclusive, gibt's nur auf der PlayStation. Ich spiele das Ganze auf der PlayStation 4 Pro und freue mich wahnsinnig. Ich habe gerade schon die Einstellung gecheckt und deswegen geht's auf Story und ich wünsche euch viel Spaß mit Uncharted The Lost Legacy. Gefällt mir am besten. Es lässt deine Augen funkeln. Tatsächlich. Ich gebe dir 2 zum Preis von 1. Wow. Du schon wieder. Gehört der Laden dir? Nein, meinem Vater. Wie viel? Das macht 800 Rupien, bitte. 800 Rupien? Okay, okay. Für dich 550. Unglaublich. Also, lässt dein Vater dich hier immer allein? Nein. Er ist weg und kämpft gegen die Rebellen. No. Dann hat die indische Armee ihn einberufen? Nein, er ist Freiwilliger. Wirklich? Tja. Also ich an seiner Stelle würde dich nicht hier allein lassen. Okay. Das sind 300. Gegenvorschlag. 400 Rupien plus Ganesha. Den willst du nicht. Er ist kaputt, siehst du? Sag bloß, du kennst die Geschichte nicht. Ganesha kämpfte mit Parashurama, als er die Tür seines Vaters bewahrte. Um die Ehre seines Vaters zu verteidigen, Shiva. Und dabei wurde ihm der Stoßzahn abgehackt. Hm, interessant. Jedenfalls ist er unverkäuflich. Auf die Minute. Okay, hier. 600 Rupien. Der Rest ist für dich. Hey, warte! Hey! Ich kann dir helfen. Oh, und was kostet mich das? So, und damit starten wir ins Abenteuer von Uncharted The Lost Legacy. Hey, das ist der Typ, der auf dem Dach saß gerade. Wer hier? Fühlt sich leicht belästigt. So, und wie uns gleich am Anfang auffällt, eine wahnsinnig schöne Grafik, Leute. Wie geil! Ich glaube, die PlayStation 4 Pro... Ja, die Pro, nicht die normale, trägt da auch nochmal zu bei, aber eine unfassbar schöne Grafik. Wie immer muss man den Uncharted-Entwicklern lassen. Auch schön wieder detailreich. Ach, ich liebe es. Ich bin so Fan von den Spielen. Es macht einfach mega Spaß, diese Abenteuer jedes Mal zu erleben. Jetzt gucken wir erstmal, was die Kleine von uns möchte. Hallo? Okay. Ich muss auf diesem Laster sein, bevor er fährt. Ui. Also, dein Ganesha. Ernst, was willst du dafür? Nicht zu verkaufen. Foto auf dem Handy gespeichert. Okay, gucken wir es uns an. Sehr cool. Zoom! Schwenken. Okay. Jetzt kommt die Kleine hinterhergeschissen und wir müssen auf den Laster. Oh, tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Es tut mir leid. Ich will nur durch. Danke. Oh, sorry. Hoppala. Was? Versteh mich nicht falsch. Eine gute Technik beim Rausziehen. Aber ich möchte meinen Ganesha zurück. Bitte. Schön. Das Klauschwein. Aber nicht schlecht, Kleine.
Ey, da musst du ja aufpassen hier, ey. So. Option, um es näher zu untersuchen. Da haben wir's. Er hat gesagt, das ist kaputt. Ist ja gar nicht kaputt. Für mich sieht's ganz aus. So. Okay. Natürlich könnte man sich jetzt hier noch überall umgucken. Hier gibt's bestimmt irgendwo Sachen. Guck mal, hier kann man Schuh kaufen. Oh. Du kannst nicht reingehen, ohne deine Schuhe auszuziehen. Ich weiß. Ich wollte mir nur die Mandapa ansehen. Eigentlich wollte ich mir nur die Schuhe angucken. Okay, man darf da nicht rein, ohne Schuhe ausziehen. Aber kommt man da überhaupt rein? Nee. Hat sie das Ding jetzt eigentlich schon wieder geklaut? Pass auf, wetten, die hat das schon wieder geklaut. Ein bisschen will ich mir da doch umgucken. Ich finde einfach diese Detailgetreue und diese Tiefe auch. Also, weiß ich nicht. Es sieht auf jeden Fall schon nach Next-Gen-Grafik aus, wenn ihr mich fragt. Ich weiß, ich lobe das Spiel, das mache ich aber nicht, weil ich hier irgendwie... Es gibt ja wieder böse Zungen von euch, die sagen, hey, der hat das Spiel gekriegt und deswegen gibt er jetzt nur Props. Nee, nee, Leute. Wie gesagt, ich bin mega Fan schon immer gewesen. Und das Spiel habe ich auch nicht vom Entwickler bekommen. Ich habe es mir legal gekauft, denn Uncharted möchte ich unterstützen. Und ja, genau, ich habe es auch schon heute an einem Samstag, obwohl es erst... Ja, für euch heute, also am 23. rauskommt. Deswegen habe ich ein bisschen Zeit, jetzt am Wochenende da reinzugucken und das Spiel zu spielen. Und ich habe mega Bock. Wie gesagt, für Leute, die Uncharted noch nicht kennen, zieht euch das rein. Ich kann es euch nur empfehlen. Eine geile Story würdet euch erwarten. Gucken, ob es hier noch irgendwo Interaktionen gibt. Mit den... Nee. Ich habe auch bewusst den Untertitel ausgelassen, Leute. Den kann man eigentlich anmachen, aber die reden ziemlich, ziemlich deutlich Deutsch. Und der Untertitel ist ziemlich groß. Und deswegen möchte ich das nicht. Ich habe jetzt mal ein Spiel, wo ich den Untertitel auslasse. Es darf niemand über diese Brücke gehen. Es ist zu gefährlich. Hör zu, Schatz. Es war nett mit dir. Aber du musst jetzt wirklich gehen. Ich habe im Laden noch ein Bett. 300 Rupien. Das beste Angebot in Indien. Okay. Nein, danke. Ich muss auf diesen Laster. Keine gute Idee. Die Rebellen, die tun Leuten weh, weißt du? Hör zu. Ich muss meiner Freundin helfen, okay? Pass auf. Wenn ich zurück bin, Pizza Party. Deal? Deal. Gut. Scheiße. Verdammt. Sir, Lisa. Sir, bitte. Oh Gott. Wir waren Eis essen und ich finde ihn nicht mehr. Ich kann nicht ohne ihn nach Hause. Ganz gut, ganz gut. Was ist passiert? Sehr gut, Kleine, sehr gut. Ich habe mit dem Mann gesprochen. Und als nice work. Wie gesagt, Untertitel ist aus, da ich eh nicht quatsche, wenn die sich unterhalten. Kennt ihr ja von mir. Ich mag das einfach nicht, den ja, Charakteren ins Wort zu fallen. Und los geht's mit Uncharted The Lost Legacy. Mega Bock. Woo! Halt's Maul. Die arme Sau. Wow. Diese armen Schweine. Ja. Okay. Rote Tür. Das ist rote sie. Tür. Okay. Das ist nichts. Kapitel 1. Der Aufstand. Nur ein Kriegsgebiet. Alles ein Kinderspiel. Sie wieder wahnsinnig Mühe auch gegeben mit der Detailtreue. Wie sagt man das? Ja, Detailtreue. Also viele, viele kleine Sachen und so, die hier rumstehen. So, links. Gucken wir uns kurz um. Man findet ja hier immer Sachen. Wir sind im Kriegsgebiet. Dann gucken wir mal. Das läuft ziemlich zügig, aber sollte man in einem Kriegsgebiet auch machen. So, wir können da hoch und wir können links. Ich gehe davon aus, wir müssen links, aber ich gehe trotzdem mal rechts, mich umgucken. Kommen wir von hier? Wir sind hier gestartet. Schon verlaufen. Schade, ich habe gedacht, wir finden noch was. Rennen? Rennen können wir nicht. Na gut. Dun, 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 dun.
Oh, die rennen nicht vor irgendwas weg. Haut ab, solange ihr könnt. Ja. Los, auf geht's! Wenn ich da jetzt hingehe, der erschießt mich doch. Scheiße! Sofort! Ich hab nichts gemacht! Verdammte Spione! Was? Nein! Halt's Maul! Bitte! Er lügt! Nein! In den Laster! Zurück! Oh, ich bin unschuldig! Das schwöre ich! Ich sagte, in den Laster, los! Kontrollpunkt. Wenn er sich bewegt, er schießt ihn. Ja, Sir. Du, komm mit. Weißt du gar nicht, wo du zuerst hingucken sollst? So viel Action. Okay. Kontrollpunkt. Ich hab oh. Keine Wahl. Ja, hallo. Hey, Moment. Warum so eilig? Woher weiß ich, dass du hier nichts reinschmuggeln willst? Arme hoch. Hey. Gefährlich draußen um die Zeit. Hey. Wo wohnst du? Bist du taub oder was? Antworte jetzt! Wo du wohnst, habe ich gefragt. Bei Arafta. Ich hab gerade zu tun. Das kann warten. Ja, Sir. Komm nach drin. Verstanden. Du kommst mit. An die Waffe. Sir, was ist mit dir? Lass sie durch. Du hast ihn gehört. Ab mit dir. Boah. Glück. Muss man haben. Deren Glück, dass ich woanders hin muss. Ich liebe die Location. Man müsste auch schon sagen. Die Grafik ist einfach so geil. Das verstehe ich unter Next-Gen-Grafik. Rote Tür. Schön. Okay, ja, da wollen wir rein in die rote Tür. Könnte denken, die machen wegen mir zu. Gucken wir mal. Bum, bum. Also viel, ich habe mich auch noch nicht belesen über das Spiel vorher, was mit der Story und so auf sich hat. Möchte ich auch nicht. Ich möchte das blind spielen und einfach mit euch zusammen die Story und alles entdecken. Wir sind irgendwo in Indien. Hier ist Krisengebiet, Kriegsgebiet. Irgendwelche Rebellen? Mehr weiß ich auch noch nicht. Und wir haben einen Pizza-Party-Deal. So. Okay, gucken wir weiter. Hier dürfte ich, glaube ich, eigentlich nicht sein. Also wenn mich jemand erwischt, dann war es das wahrscheinlich. Feuer? Ich rauche. So nicht zu gebrauchen. Wenn ich sie verkaufen kann, will ich sie. So, können wir den hier rüberziehen und eine geben? Ah ja, die muss einen ganz schönen Haken drauf haben, wenn der gleich bewusstlos ist. Aber okay. Holy. Das hätten wir. Mit der Braut möchtest du dich nicht anlegen. Und erst recht nicht im Dunkeln. Haben sie welche erschossen? Wow! Alter, ist das laut. War nicht so schlimm. Ich spiele so Spiele immer mit lauten Kopfhörern. Gibt's auch nichts zu finden. Rüber.
Oh, Schlösser knacken. Okay. Na, wo vibriert's? Natürlich geht jetzt das Licht an. Hinter dir. Doch nicht. Ich dachte. Pink Lotus. Was soll das heißen? Das werden wir gleich rausfinden. Okay, vorsichtig. Da geht's nicht rein, wir müssen den hinterher. Puh, dann gucken wir mal. Ich natürlich nicht gleich verkacken. Kommen wir da rein? Schade. Dachte, wir können ein bisschen den Arsch aufreißen. Sagt, er braucht mehr Vorbereitungszeit. Das werden sie nicht mehr lange. Okay, nicht da runter. Kommt hier in keine Räume. Also geht es wirklich nur darum, sich da reinzuschleichen. Oh, da ist noch einer. Den kann ich nicht ausschalten, weil der andere mich dann sieht. Den können wir aber hier ausschalten. Da ist nämlich noch einer. Und wenn der jetzt hier umkommt, springen wir hervor und greifen ihn uns. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Bam! Genau so habe ich mir das gedacht. Nicht bevor wir hier fertig sind. Jedes Stückchen. Wir müssen uns versteckt haben. Die Armee hat ihre Augen überall. Boah. Er wurde ausgefallen. Okay. Waffnet sicher. Aktives Kriegsgebiet. Oh oh. Die hält doch nicht. Doch, die hält. Okay, Bettwäsche. Okay, okay, okay. Solange es keine Schlüpfer sind, ist alles im grünen Bereich. So, irgendwas mit pinker Lotus. Boah. Alter. Wie geil ist das denn? Was ist das für eine geile Kulisse, Leute? Okay, ich will nur kurz gucken. Ich weiß, wir müssen hinter zu den Pinken, aber vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Man findet ja auch immer irgendwelche Schätze und sowas. Aber hier anscheinend nicht. So, rennen können wir nicht. Okay, dann laufen wir langsam zur Leiter. Ey, aber was ist denn das bitte für ein geiles Schauspiel? Nice. Was? Aber gerade so ein weißer Pfeil, der hat mich ein bisschen irritiert. Ich war zu schnell, um das zu lesen. Pink Lotus. Habe ich mir anders vorgestellt. Schichtwechsel. Vergiss das Dach. Das sind mindestens zwei Ziele. Das Lager und dann.
Du bist hier falsch, Mädchen. Bam. Was zur Hölle? Au, muss ich jetzt abhauen? Wahrscheinlich. Aber wohin? Kämpfen muss ich bestimmt nicht, oder? Muss ich gegen die kämpfen? Na, kämpfen muss man. Nice. Hey, dich kenne ich doch. Du bist zu spät, Fraser. Frag mich auch, dich zu sehen. Oh, wir standen in der Luft. Wie die abgehen. Verdammt, was sollte das? Ich dachte, du bist Profi. Ach, bleib locker. Dann lebst du länger. Locker? Ich habe Wochen gebraucht, um Asaf zu finden. Der Mann ist absolut unberechenbar. Er ist nur ein Kriegshetzer ohne eigenen Krieg. Nein, du kennst ihn nicht so wie ich. Er ändert Ort- und Ablaufpläne stündlich. Wir dürfen keine unnötigen Risiken eingehen. Wir? Lass uns eins klarstellen. Das ist meine Show. Und deswegen machen wir es auf meine Art. Entscheide dich. Er ist der mit dem Bart. Na bitte, geht doch. Sexy. Wenn man Psychopathen mag? Niemand ist perfekt. Das Basislager? Ganz oben, Balkon. Okay. Dann mal los.